Was ist falsch daran, jemanden finden zu wollen, der in einen hineinsehen kann, in die finstersten Ecken deines Herzens und dich dennoch liebt? Am 19. September 1998 stellte Oliver Hartwin über das Internet den ersten Kontakt zu Simon Grombeck her. 10 Tage später trafen sie sich. 12 Stunden später war Simon Grombeck tot. Jeden Abend legte sich Finsternis über den Wald.